Hallöchen, ihr Lieben! Ich habe wieder ein Päckchen von VR Rock bekommen. Die stellen Linsen mit Sehstärke für eigentlich jedes VR-Headset her und hier drin sind welche für die Meta Quest 3. Ich habe ja schon mal ein Video über Quest 3 Linsen gemacht, das verlinke ich euch natürlich. Aber diesmal ist es die magnetische Variante, wo die Unterschiede sind, dass zeige ich euch natürlich und auch, wie man die Linsen einsetzt, wie bequem das Ganze ist und so weiter. Und nun werde ich das Ganze hier mal auspacken. Diesmal kam es ja auch in diesem Karton, das finde ich eigentlich ganz schön. Das war ja sonst nicht so. Jetzt mache ich mal hier auf. Und da ist ja diese bekannte Tasche eigentlich drin, wo die Linsen immer halt drin sind von VR Rock. Ich habe ja da schon einige. Besser gesagt, mein Mann hat einige, weil er ist ja Brillenträger und braucht diese Linsen. Und ich sehe gerade, hier ist noch ein Brillenputztuch drin. Braucht man ja auch immer. So, den Karton muss ich mal wegmachen. Und dann öffne ich das Ganze mal. Und hier sind die Linsen verpackt. Und jetzt setze ich die einfach mal ein. Die Linsen werden sicher in so einer Tasche hier geliefert. Sind hier so reingesteckt und zusätzlich ist hier noch so eine Kunststofffolie drum. Das hole ich jetzt mal raus. Dann habe ich hier einmal die rechte Linse. Hier ist ein kleines R, da sieht man das. Und das hier ist die linke Linse. Und hier ist ein L drauf. Und hier kann man die so auseinandernehmen. Das ist hier dieser magnetische Rahmen, der in das Headset reinkommt und dort auch bleibt. Und wenn man die Linse mal rausnehmen möchte, dann muss man nicht immer diesen ganzen Rahmen hier rausfummeln, sondern macht es hier einfach super easy ab und wieder ran. Das ist gut, wenn jetzt zum Beispiel zwei VR-Headset-Nutzer sind, beziehungsweise Quest 3-Nutzer sind, die jetzt eine unterschiedliche Sehstärke haben, dann braucht man einfach bloß zack die Linsen wechseln. Oder wenn es so ist wie bei uns, mein Mann braucht ja diese Linsen, ich brauche sie nicht, da brauche ich nicht immer den ganzen Rahmen da rausfummeln, sondern nehme einfach nur diesen oberen Teil ab und lasse den Rahmen in der Brille drin und gut ist. Und jetzt mache ich das mal in das VR-Headset rein. Hier seht ihr meine Quest 3, die ja schon ein bisschen versifft ist, weil ich die so oft benutze und ich spiegel mich auch irgendwie blöd in den Linsen. Egal, so ist das, wenn man Videos alleine macht. Aber das passt schon. Und jetzt setze ich mal diesen Rahmen hier ein. Also ich habe jetzt die Linse von dem magnetischen Rahmen abgemacht, damit es einfacher geht. Und das ist der linke Rahmen, da ist ein L und da ist auch noch so ein kleiner Pfeil, der nach oben zeigt und der muss im Headset auch nach oben zeigen. Hier ist unten so eine Kante und die wird genau hier reingeschoben zwischen die Linse und diesem ja, gummiähnlichen Material. Das ist hier so ein bisschen elastisch. Dann lege ich die Linse in der richtigen Position hier drauf und drücke das einfach nach unten. Zack. Und das war's schon. Schon ist dieser Rahmen drin. Und hier ist die Linse. Die lege ich jetzt hier einfach drauf. Und das war's. Jetzt sitzt das. Und man kann das auch ganz einfach wieder abmachen und der Rahmen bleibt drin. Bevor ich jetzt die Quest mit beiden magnetischen Linsen aufsetze, habe ich jetzt mal zum direkten Vergleich die nicht magnetische hier reingemacht. Die ist hier rechts und hier ist die magnetische. So sieht es aus und wenn ich das so kippe, dann sieht man mal, dass die magnetische Linse minimal dicker ist als die nicht magnetische. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich das Ganze auch mal aufsetze
und berichte, ob man diese Linse merkt. Ich habe die magnetischen Linsen jetzt beide eingesetzt. So sieht es aus. Hier sind sie. Und ich hatte das Headset auch schon mal auf, weil ich neugierig war. Weil die Quest 3 hat ja die Funktion, dass man den Linsenabstand einstellen kann. Und zwar hier an der Seite, hier von der Stufe 1 bis Stufe 4. Also wenn man jetzt nicht genug Platz hat, zum Beispiel für Linsen oder für eine Brille, dann kann man hier diesen Abstand vergrößern oder halt auch verkleinern. Und ich trage ja keine Brille, deswegen hatte ich den Abstand immer auf ganz dicht dran, also sage ich mal auf der Stufe 1. Aber das ist auch schon ohne Linsen grenzwertig. Und deswegen habe ich es ja schon mal mit den Linsen ausprobiert und auf der Stufe 1, da spüre ich die Linsen, da berühre ich die mit den Wimpern. Und jetzt habe ich es mal eine Stufe weitergestellt, also das sieht man hier oben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht, aber da sieht man dann, dass man mehr Platz hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei der Stufe 2 ist. Ich setze das mal auf, ziehe das natürlich auch fest und schon bei der Stufe 2 merke ich die Linsen nicht mehr. Aber das ist natürlich auch persönliches Empfinden. Und auch wegen der Kopfform und so weiter, das kann bei jedem unterschiedlich sein. Aber man hat ja noch Toleranz. Man hat ja die Möglichkeit, wie schon gesagt, sich hier Platz zu schaffen in der Quest. Und das sollte man dann gegebenenfalls auch nutzen. Ja, aber ansonsten sind die Linsen, so wie alle Linsen von VR Rock, mein Mann spielt damit, weil er ist ja darauf angewiesen und er ist total zufrieden damit. Und jetzt haben wir ein weiteres Paar schöne Linsen, mit denen man zocken kann. Nun ist mein kleines Video auch schon wieder zu Ende. Wenn ihr auch Bock auf solche Linsen habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diese über meinen Affiliate-Link bestellt. Den packe ich euch in die Videobeschreibung und mit dem Code Niki bekommt ihr 10% Rabatt, also ihr könnt dann noch mal ein bisschen was sparen. Jetzt bin ich aber weg. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen und wenn ihr auch zukünftig nichts mehr von mir verpassen wollt, auch die ganzen Livestreams und so, dann abonniert meinen Kanal und nun bin ich weg und sag bye bye, bis zum nächsten Mal.